Ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute eine mediterrane Gemüsepfanne mit Linsen. Dieses Rezept ist mal wieder dadurch entstanden, dass es Ende der Woche war und ich nicht mehr so viel frisches Gemüse da hatte. Ich mache das nämlich immer so, dass ich möglichst nur einmal in der Woche maximal einkaufen gehe. Einfach damit nicht so viel Zeit verloren geht, weil einkaufen dauert ja auch immer eine gewisse Weile. Und deswegen kaufe ich frisches Gemüse, aber auch eingelegtes in Dosen und Gläsern, denn dann kann ich am Anfang der Woche mein frisches Gemüse verbrauchen und habe am Ende der Woche trotzdem noch was, ja, zu Hause. Wer jetzt vielleicht denkt, oh, Dosenfraß, das ist aber nicht so gesund. Eingelegtes Gemüse ist tatsächlich gesund, da es unsere Verdauung unterstützt. Und damit ist es gut für unseren Darm. Wie immer habe ich hier schon alle Zutaten bereitstehen und dann zeige ich euch mal, was wir heute brauchen. Zum einen brauchen wir natürlich Linsen. Man kann natürlich auch rohe Linsen nehmen, die muss man nicht eingelegt bzw. vorgekocht nehmen. Geht aber schneller, finde ich einfacher. Dann habe ich hier Artischocken, meine neue große Liebe. Die habe ich früher überhaupt nicht gemocht und irgendwie liebe ich sie jetzt. Hier habe ich gegrillte Paprika, finde ich extrem lecker durch dieses Aroma, dieses Grillaroma. Ihr könnt natürlich auch frische Paprika nehmen, wenn ihr diese nicht nehmen wollt. Und dann habe ich hier noch getrocknete Tomaten, allerdings ohne Öl. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das findet. Ansonsten, ja, frische Tomaten tun es natürlich auch. Aber diese haben eben auch wie bei der gegrillten Paprika jetzt einfach ein anderes Aroma. Knoblauch darf natürlich bei mir nicht fehlen. Ich habe jetzt hier zwei kleine Zehen. Und dann habe ich hier noch eine Zwiebel. Davon nehme ich aber nur die Hälfte, weil die ist schon relativ groß. Dann habe ich hier noch ein Würzöl. Das ist Olivenöl mit Knoblauch verfeinert. Sieht man hier auch. Hoffe ich mal. Und als Soße und gleichzeitig auch neben den Linsen als Eiweißquelle habe ich hier so einen Frischkäse in der Sorte Tomate Hartkäse. Fand ich auch sehr passend zu unserer mediterranen Pfanne. Und wo wir gerade davon sprechen, auch sehr passend ist natürlich so eine mediterrane Gemüsemischung. Ansonsten könnt ihr natürlich Salz, Pfeffer und eben getrocknete Kräuter, was ihr sonst so haben wollt, Paprikapulver benutzen. Dann schnibbeln wir. Alle genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox für den Fall, dass ihr euch nach meinen Mengenangaben richten wollt. Aber wie immer gilt, ihr könnt das natürlich an eure Bedürfnisse und eure Wünsche anpassen. So, die Zwiebel schneiden wir einfach in Ringe und den Knoblauch, den schäle ich einfach nur und presse den wie immer direkt in die Pfanne rein. Sind wir ehrlich, ich benutze sowieso einen Wok, aber ihr benutzt wahrscheinlich eine Pfanne. Unser ganzes Gemüse und unsere Linsen, die gießen wir natürlich einfach ab und spülen sie ein bisschen unter fließend Wasser ab. Genau. Unser abgetropftes Gemüse, das schneide ich auch noch mal ein bisschen kleiner. Gut, dann können wir rüber zum Herd gehen. So, dann nehmen wir einen Teelöffel Öl und dünsten erst einmal kurz Zwiebel und Knoblauch an. Und dann kann auch schon der Rest hinzu, also unser Gemüse. Unsere Linsen und unsere Gewürzmischung. So, und dann kommt jetzt zu guter Letzt unser Frischkäse dazu. Jetzt können wir den Herd auch schon ausmachen und lassen das jetzt nur noch ein klein bisschen ziehen. Und da haben wir unsere fertige Gemüsepfanne. Wie ihr seht, braucht man da wirklich keine zusätzliche Soße. Durch den Frischkäse ist das alles richtig schön cremig. Und es riecht so gut nach den ganzen Aromen und Gewürzen, die da drin sind. Also macht das unbedingt nach. Wenn ihr es nachmacht, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren verraten würdet, wie ihr das Ganze fandet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dort heiße ich real-nati- und da gibt es täglich neue Rezepte. Ansonsten, wenn ihr kein Instagram habt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Unter der Playlist Hashtag Shorts findet ihr ganz viele kleine Videos
Und die sind auch auf Instagram. Also dann verpasst ihr nicht mehr so viel, auch wenn ihr kein Instagram habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!